So. Mal gucken, wie weit unsere Forschung hier fortgeschritten ist. Okay, die Aussichtskuppel braucht auf jeden Fall noch eine Weile. Die Leute sind auch alle zufrieden, oder? Alle zufrieden? Keiner was zu meckern hier? Die Ziegen laufen hier rum. Das ist hier der Goat Simulator. Die Ziegen kann man sich übrigens auch nah anschauen. Da sieht man die Ziegen. Weil irgendwer wollte doch mal den Goat Simulator spielen. Bitteschön. Nachricht von Dr. Wu. Kanosaurus? Nee. Triceratops, genau. Triceratops meinte ich vorhin. Genau den meinte ich. Den finde ich, das ist immer so mein Lieblingsdino gewesen früher. Der Triceratops. So, der macht schon wieder so viel Dreck hier. Aber wir haben echt Geldprobleme momentan. Ja. Aber jetzt dürfte es ein bisschen besser werden. Jetzt dadurch, dass wir die. Wenn wir jetzt hier mal die. Das machen wir jetzt. Das Ding nehmen wir jetzt mal hier Terrorkuppel damit. Oder geht das hier überhaupt? Oh ne, das geht beim anderen. Actionfenster. Nennen wir es Actionfenster. Terrorkuppel ist diese Kuppel dann. Hm. So, Actionfenster. Da würde ich mich aber auch bedanken. Wenn ich 200 Euro zahlen würde, um in den Park zu kommen und dann nochmal hier. Nochmal überall als Eintritt zahlen muss an diesen Dingern, um reinzugucken. Wobei andererseits, ich meine, da ist der Helikopterflug auch mit dabei und so die Anreise, aber trotzdem 200 Dollar schon echt viel. So, unsere Probleme mit unserer Attraktion. Viele besuchen. Okay, ja, das kann ich ja nichts dafür, wenn die sich die Attraktion. Schön, sie wieder zu sehen. Wenn die da nichts gucken, kann ich auch nichts machen. Das ist halt. Aber die Dinos sieht man doch eigentlich hier, oder? Wo sind unsere kleinen Dinos? Ach, die hocken alle da auf der anderen Seite. Habe ich die Gehege etwa zu groß gebaut? Hm. Naja, zumindest machen wir keine miesen. Momentan geht's geldmäßig. Es geht langsam, aber es geht aufwärts auf jeden Fall. Es gibt auch Cheats, dass man mehr Geld hat und sowas, aber. Habe ich einen T-Rex? Nee, noch nicht. Man kann aber, wenn man Glück hat, einen T-Rex auch hier haben. Und man kann auch Brachiosaurus haben. Was ja so der größte ist. So, unsere süßen Dinolein sind hier aufgewacht. Das ist gut. Lecker Ziege. Ja. ja, ich würde die 200 Dollar auf jeden Fall auch zahlen, stimmt schon. Hi. Allein, um hier in den Jurassic Park zu kommen. Ich muss ein bisschen erhöhen. Jetzt haben wir hier tolle Dinos. Jetzt könnt ihr auch mal hier euch die tollen neuen Dinos anschauen. Es wird mal Zeit, dass das Ding hier fertig wird, weil das ist ziemlich beliebt immer, diese Attraktion. Diese, nicht der Aussicht, ja das auch, aber dieses, und dass sie ins Gehege reingehen können. Hier läuft's prächtig. Diese Aussichtskuppel. Irgendwie habe ich das gestern geschickter angestellt, als ich es gestern Abend gespielt habe. Ja. Was Attraktion. Sollen wir hier tun? So, da könnt ihr nochmal den hier sehen, aber das bringt mir alles hier nichts. Stegosaurus wäre natürlich cool, aber das ist alles viel zu teuer hier. Das können wir uns alles noch nicht leisten. Momentan müssen wir so ein bisschen sparen hier. Das ist alles etwas günstiger hier machen. Ich würde gerne T-Rex machen, das geht noch nicht. Wie gesagt, am Anfang kann man erstmal nur kleine Dinosaurier machen. Später kann man dann auch große Dinosaurier bauen. So, was haben denn die Besucher zu sagen? Da können wir mal gucken. Man kann sich nämlich auch, man kann auch gucken, was die Besucher so denken. Das ist ein toller Park. Also, wo sind jetzt die Dinosaurier? Von Dr. Grant. Ja, also bitte, ihr lauft hier vorbei. Hier, da sind die Dinosaurier. Ihr müsst da nur reingehen. Aber die sehen diese kleinen Dinos wahrscheinlich nicht, weil die sind zu klein. Ich hätte mehr von denen bauen müssen wahrscheinlich. Ja, das Gehege von denen ist zu groß. Ich glaube, müssen wir das Gehege ein bisschen verkürzen vielleicht. Jawohl. Naja, das war jetzt am Anfang nicht so genial gemacht, aber wir schauen jetzt einfach mal, dass da noch mehr Leute hinkommen zu den Nachricht anderen. Von Dr. Grant. Zu den, den entfernen wir mal hier und bauen dafür hier einen Weg hin. So, da bauen wir Weg hin. Ja, bauen wir hier so ein bisschen Weg. Obwohl, nee, eigentlich ist es doof. Sorry, eigentlich ist es doof, da Weg hinzubauen. Entfernen. Genau, den sollst du entfernen. Wir bauen den Weg anders hin. Abreißen. So. Nein. So bauen wir den Weg hin, genau. Dann können die Leute gut rumlaufen. So, habt ihr das jetzt mal? Schaut doch mal die Dinos hier an. Ihr habt ja schöne Dinos. Wieso schaut ihr euch die nicht an, Mensch? Aber jetzt gehen die Leute auch hin langsam zu den Dinos. Also auch zu denen hier. Und dann kommen sie begeistert, gehen sie auch begeistert aus dem Park zurück. Ich brauche Mülleimer im Park. Das ist eine Idee, ja. Bauen wir ein paar Mülleimer hin. Sind die bei Sauberkeit? Ne, das ist bloß bei der Putzstation. Sind denn die Mülleimer gewesen? Umgebung? Überlegen, weil ich habe die Mülleimer glaube ich noch nie gebaut, weil ich normalerweise einfach immer Parkpersonal einstelle. Sind da echt nicht die Mülleimer?
Wege? Hä? Ja, die Mülleimer, die müssen wir noch erforschen, glaube ich, oder? Kann das sein? Schön, so, Sie zu sehen. Wie weit sind wir hier eigentlich mit der Erforschung? Ne, die Mülleimer, ich habe die doch von gesehen gehabt, die Mülleimer. Verarschen? Bauen, Wege, Einrichtungen. Da sind sie nicht dabei. Attraktionen, Mülleimer ist wohl keine Attraktion. Putzstation. Aber, ne, bei Sicherheit sind sie auch nicht dabei. Hä? Wo sind die Mülleimer gewesen? Ich bin verwirrt. So, jetzt schaut euch mal gefälligst die tollen Dinos hier an. Schaut euch gefälligst mal die tollen Dinos an. Jetzt ist es aber hier gleich fertig. Jetzt muss es gleich hier fertig entwickelt sein. Unsere Forschungseinrichtung. Ja, ich krieg Geld. Nachricht von Dr. Wu. Es funktioniert langsam. So, Jagdfieber habe ich nicht gesehen, den Film tatsächlich. Ich habe echt viele Animationsfilme gesehen, aber den habe ich irgendwie nicht gesehen. Muss ich mal noch nachholen. So, habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Dryosaurus. Die finden immer nur so einen Schrott. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Ein-Sterne-Dinos. Da kommt keiner in unseren Park. Was sollen wir jetzt tun? Ja, weitere Teams einstellen. Da haben wir momentan nicht genügend Geld. So. So, unser Dings ist zumindest fertig. Unsere Attraktion. Das ist gut. Was machen wir denn als nächstes? Stufe 2 haben wir schon. Hubschrauber bei Stürmen, mehr Stabilität. Na, noch brechen unsere Dinos, glaube ich, nicht aus. Momentan ist das noch nicht so das Wichtige. Machen wir erstmal so eine kleine Verbesserung hier. Und dann bauen wir jetzt hier endlich das, was ich die ganze Zeit schon bauen wollte. Die Attraktion, nämlich hier den... Ups, nicht den Aussichtsturm, sondern die Aussichtskuppel. Die bauen wir nämlich hier möglichst gleich am Anfang hin, dass die Leute hier direkt reingehen können. Und dann hier gleich... Ups. Begeistert hier die Dinos anschauen können. So. Das ist nämlich ganz praktisch. Da können nämlich die Leute dann hier durch diesen Gang hier, durch diesen Kellergang, können die hier reingehen und dann hier die Dinos sehen. Und das nennen wir natürlich Terrorkuppel, weil da die furchteinflößenden Dinosaurier direkt sind. So. Also ich glaube, die Dinos, wenn die mal hier sterben, die werden eh alle ziemlich gleichzeitig sterben. Da setzen wir hier dann irgendwas anderes rein. Weil diese kleinen Dinos hier, diese Einsterne-Dinos, die sind irgendwie nicht so der Bringer. Aber gut, momentan leben sie noch. Die leben auch noch länger. Ich meine, jetzt ist gerade erst Juni hier 2000. Die haben ja, glaube ich, ein Jahr Lebensdauer oder so. Was soll ich hier tun? Ceratosaurus. Warte mal, haben wir Ceratosaurus schon mal was gefunden gehabt? Schauen wir mal kurz zu unseren Dinosauriern hier. Schön, Sie wiederzusehen. Ah ja, Ceratosaurus haben wir eh schon 74%. Das reicht mir eigentlich. Oder? Ja, 74%. Wir brauchen momentan ein bisschen mehr das Geld eher. Deswegen schauen wir mal kurz, wie hier... Hier ist nur noch Mittelmaß. Dann lassen wir sie mal woanders lieber weiter forschen. Lieber hier weiter forschen. Wo es noch mehr gibt. So, Genlabor. Richtig. So, 3000, komm weg. So. Ach, bei Wege sind die Mülleimer gewesen, echt? Oh. Da. Ach, da gibt's noch mehr. Ach, da gibt's noch mehr. Okay, Entschuldigung. Wir bauen Mülleimer. So, Mülleimer. 100! Teure Mülleimer hier. So. Damit die Leute hier nicht unseren ganzen Park zumüllen, haben wir jetzt ein paar Mülleimer aufgestellt. Ich hoffe mal einfach, die Leute nutzen die Mülleimer auch. Dann wird unser Park vielleicht doch mal ein bisschen sauberer. Wie geht's Ihnen heute? Ach komm, machen wir hier den Rex-Burger, auch wenn wir keinen Rex haben. Mit den Nachricht von Dr. Grant. Spaßfritten noch dazu. So, Nachricht von Dr. Grant. Sag mal, ich glaube, die geben nicht auf, wenn wir uns nicht... Das Problem ist auch, wenn man noch nicht... Man kann später diese Teams, die kann man an andere Orte später schicken, aber das geht erst, wenn man eine höhere Parkstufe hat. Ach komm. Der gibt vorher eh keine Ruhe. So, wo können wir sie denn hinschicken? Ja, die sind eh alle noch nicht offen. Dann warten wir mal, bis wir noch eine weitere Stufe aufsteigen, bevor wir die irgendwo anders hinschicken. So. Sie sollten sich bei uns melden, wenn Sie etwas Zeit haben. Okay. Ingen ist momentan auch zufrieden. So, wie schaut's hier aus? Ja, jetzt sind die Leute auch hier zufrieden. Jetzt geht's, glaube ich, auch langsam richtig los hier. Dadurch, schön, dass wir jetzt Sie diese Terrorkuppel hier haben. Ich glaube, das Ding wird ziemlich ziehen hier mitten in den Dinos drinne. Da geht's doch langsam los. So, wie gesagt, wann irgendwelche Leute begrüßt werden können. Ich schaue jetzt nicht auf die Begrüßungsliste gerade. Wenn ich jetzt hier gerade im Stream bin. Muss einfach frage einfach in den Kommentaren oder so. So. Wie viele Besucher habe ich momentan? 26 Besucher. Dringende Nachricht von John Hammond. Dringende Nachricht, nee, nicht das da. Oh, ein Stern. Wir haben den ersten Stern erreicht. Jawohl. Auch wenn wir hier gerade echt tun? An der Pleite sind, aber wir haben den ersten Stern geholt. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich eine neue Ausgrabungsstätte uns holen und dann holen wir uns auch gleich ein neues Team.
So, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal hier hin. Ja, da wollen wir hin. So, und dann müssen, stellen wir gleich noch hier ein Team ein. Ebene. So, ach nee, dann muss ich hier rausgehen. Hier darf ich nur Team einstellen. Alles klar, ja, 5000. Ich weiß, das ist teuer. Aber die finden ja auch immer Zeug und das Zeug können wir wieder verkaufen. Von daher ist das vielleicht auch gar nicht so blöd. So, hier sind alle happy. Alle happy, keiner was zu meckern. Das ist gut. So, das entfernen wir und dann speichern wir, wie gesagt. Ich werde immer, wenn wir einen halben Stern aufsteigen, speichern einmal. So, wunderbar. Es geht doch voran mit unserem Dino Park. Es geht voran. T-Rex-Ausgrabung. Ja, ich hoffe, dass wir den T-Rex finden. Ich glaube aber, der Jutefluss B, das ist, glaube ich, sogar der T-Rex, wenn ich das richtig weiß. Aber ich garantiere es dir nicht. Ja, der Stream wurde angekündigt. Auf Twitter, auf Instagram. Und auf YouTube hatte ich ihn auch als Veranstaltung geplant gehabt. Spenden oder beziehungsweise Trinkgeld geben, das geht nur über den Super Chat. So. Schön, Sie zu sehen. Sollen wir noch einen bauen? Ah, ne. Kommt, drei reichen von den Viechern. Die sind hier eh überall. So, wie schaut es eigentlich mit unserer aktuellen Forschung aus? Das wäre auch mal interessant zu wissen. So. Was erforschen wir denn als nächstes? Sollen wir gleich schon die nächste Attraktion? Lohnt sich noch nicht, glaube ich. Sicherheit. Wachturm. Die gefährlichen Dinosaurier, die sind eh zu teuer momentan noch. Sollen wir schon mit den Impfstoffen anfangen, aber die Dinos werden eigentlich nicht so schnell krank. Eigentlich lohnt sich das noch nicht mit den... Was machen wir als nächstes? Irgendwas, was uns mehr Besucher bringt. Irgendwas, was die Suche... Damit der Jurassic Park für Sie ein unvergessliches Erlebnis wird, wurden an unseren Beobachtungsstationen Ferngläser zur Dino-Beobachtung installiert. Mehr Sicherheit. Was holen wir uns als nächstes? Ach komm, dann verleihen wir... Nachricht von Dr. Grant. Sparen wir erst nochmal kurz. Oder holen wir es. Ach komm. Erforschen wir die Impfstoffe, müssen wir eh irgendwann erforschen, von daher. So, Grabungsteam ist heute abgeschlossen. Überreste eines Stegosaurus entdeckt. Oh, sehr schön. Sehr schön. Stegosaurus. Oh ja, das gewinnen wir auf jeden Fall, das Zeug. Sogar hoch ist das. Also, das ist relativ selten, dass man sowas Gutes findet. Und so ein 4-Sterne-Dino, das wäre es natürlich. 12% haben wir sogar schon vom Stegosaurus. Oh, das wäre geil. Wir kriegen Stegosaurier. Das ist schön. Ich mag Stegosaurier. Die fand ich auch damals immer ziemlich cool. Den T-Rex gibt es in China. Oh, gut zu wissen. Ich habe damals gar keinen gesehen, als ich da war. Na gut, dann werden wir das nächste Mal nach China gehen. Mit unseren Ausgrabungen. Zu meinem Studium werde ich nichts sagen. So. Wie lange der Stream geht? Wie gesagt, bis ich hier 5 Sterne habe. Das ist jetzt das Ziel momentan. Da hat jemand die Jurassic Park Experience hier. Dem hat es richtig gut getaugt hier. Schön, Sie wiederzusehen. Du würdest gerne so mehr spielende Pflanzenfresser sehen, aha. Da sind doch spielende Pflanzenfresser hier. Spielen die nicht, oder was? Ich glaube, können wir schön, Sie wiederzusehen. Den Eintritt mal ein bisschen auf 500 oder so hochsetzen. Weil die Leute kommen hier eh gerade so reingeströmt. Läuft ja echt ganz gut. Und wir haben ja die ersten, die hier auch die Jurassic Park Experience haben. Also die hier wirklich ganz zufrieden sind mit. Nachricht von Dr. Wu. So, nee, morgen bin ich bei keinem Stream dabei. Morgen möchte ich noch ein anderes Projekt aufnehmen und das aber offline. Was würden Sie so in dieser Situation vorschlagen? 29% Stegosaurier haben wir schon. Oh, das wäre es natürlich, wenn wir so früh schon einen Stegosaurier bekommen würden. Ich muss mal gerade gucken. Vielleicht ist nämlich auf dem... Ja, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Weil auf dem Fossilienmarkt kann man sich ja auch mal Zeug kaufen. Oh, die hätten hier sogar Stegosaurier. Damit hätten wir den Stegosaurier, aber 12.000. Ah, aber jetzt, wenn wir den Eintritt hochgehoben haben, ich hoffe jetzt einfach mal... Hi. Ja doch, da kommen trotzdem noch Leute, okay. Weil jetzt, ich habe den Eintritt ja jetzt relativ hochgehoben. Das heißt, wir sollten auch schneller Geld bekommen. Das heißt, unser Stegosaurier kommt dann vielleicht schon bald. War ich als Kind auf Dinos gehypt, auf jeden Fall. Wo ich schon überall war auf der Welt. Ziemlich viel schon. Afrika, China, also Asien, Japan, Indonesien, Amerika, Europa. Bin schon ein bisschen rumgekommen. Habe ich immer versucht, mein Geld in meine Reisen zu investieren. Da kriegt man immer sehr viel zurück. Nachricht von Dr. Grant. So, abgeschlossen. Styracosaurus. Verkaufen wir, glaube ich, und sparen dafür. Weil 2 Sterne, behalten wir mal alles, was 3 Sterne hat oder drüber. So, weg damit. 14.000, jetzt können wir uns sogar schon das andere vom Stegosaurus... Ach komm. Dann verbessern wir das, haben wir nämlich die Dinos dann hier raus oder wir setzen den Stegosaurier hier noch mit rein einfach. Der ist eh nicht so aggressiv, glaube ich.
Und dann kaufen wir uns jetzt, komm, gönnen wir uns einfach den Stegosaurier. Wenn wir jetzt schon den Stegosaurier bekommen würden, das wäre so gut. Hey. Weil das ist halt echt ein 4-Sterne. So, gönnen wir uns hier den Stegosaurier. Ich glaube, es müsste reichen. Ausgezeichnet. So, Dinosaurier. Jawohl, das bringt wahrscheinlich 10% oder so. Naja, es reicht wahrscheinlich noch nicht, aber viel fehlt uns da nicht mehr für unseren Stegosaurier. So, gehen Labor. Toll. Einmal hier Stegosaurus erforschen. So, die Leute sind auch hier zufrieden mit dem, was es hier zu sehen gibt. Velociraptor kann ich auch bauen. Wie gesagt, ich hoffe einfach, ich kann jetzt nicht direkt einstellen, welchen Dino ich kriege. Ich kann hier nur forschen und halt hoffen, dass ich die jeweiligen Sachen kriege. Natürlich, die Bekannten würde ich natürlich gerne bauen, den Stegosaurier und sowas. Brachiosaurus hätte ich auch gern, weil ich den gerne mag, weil der so gigantisch groß ist einfach. T-Rex wäre natürlich auch gut, Spinosaurus wäre cool. Solche Sachen wären schon ganz cool, aber wie gesagt, erstmal muss ich mir hier kleine Dinos backen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. So, alle zufrieden hier? Ja, die Leute sind alle zufrieden. Nachricht von Dr. Grant. Was gibt's denn? Oh, sie haben nichts gefunden bei der Ausgrabungsstätte. So, wie weit ist die Ausgrabungsstätte? Ist immer noch auf gut? Okay, dann kann die auf jeden Fall so bleiben. Wie schaut's hier oben aus? Durchschnitt nur noch? Okay. Dann machen wir da mal, sobald die hier fertig sind, dann ziehen wir sie da ab. Ich wüsste gern Ihre Meinung hierzu. Nein, 45% Stegosaurier. Ah, wir brauchen nicht mehr viel. Wir brauchen nicht mehr viel für einen Stegosaurier. Und da kommen auch schon die 500er wieder zum Eintritt rein. Das ist gut, das ist gut. Und die Leute gehen mit der Jurassic Park Experience. Die hier hatten sie auch, die Experience vom Jurassic Park. Das ist gut. So, da stehen sie alle schon beim Klo an. Man muss hier keine Schlangen oder sowas bauen, das ist ganz praktisch. Bei Rollercoaster oder so muss man immer Anstehschlangen bauen. Beim Imbiss soll ich die Preise hochstellen. Okay. Heute? Ja, nicht, dass die dann nichts mehr kaufen. Machen wir es mal auf 15, oder? 16. Nicht, dass den Leuten dann zu teuer ist. Zum Beispiel beim Klo sollte man, glaube ich, die Preise nicht erhöhen. Das mögen sie gar nicht. Terrorkuppel ist eh so. Dringende Nachricht von Dr. Wu. Dringende Nachricht. Irgendwas ist feierlich geforscht, glaube ich. Zeckenbefall. So, warte, forschen wir weiter. Machen wir einfach weiter direkt hier mit unserem Forschen. Wenn wir hier gerade schon so schön am Forschen sind, ist alles so teuer. Ne, Attraktionen. Kann das andere. Ja, komm. Machen wir einfach hier direkt weiter. Machen wir direkt weiter hier mit dem Erforschen. Wie viel kostet eigentlich so ein Stegosaurier? Steht wahrscheinlich noch nicht da, weil wir noch nicht genügend haben, oder? Großer Fleischfresser? Ne, steht noch nicht da. Also, die Stegosaurier setzen wir hier mit rein. Das Problem ist, dass wir dann wahrscheinlich noch die Zäune besser machen müssen, nehme ich an. Die kann man auch verbessern hier, die Zäune. Also, die könnte ich jetzt auch hier auf Stufe 2 erhöhen. Unsere Dinos sollten auch noch eine Weile leben. Von daher, ich habe eigentlich kein so mein Lieblings-Let's Play hier. Ja, Japan kann ich auf jeden Fall empfehlen. Japan ist cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist sehr interessant da. Ja, wäre cool, wenn Alan Grant wieder dabei wäre. Nachricht von Dr. Grant. Apropos Alan Grant. Soeben eine neue Lieferung auf dem Fossilienmarkt. Aha. Nachricht von Dr. Grant. Stegosaurus, da wär's. Da wär's! 8700. Die können wir aber gleich kriegen. Noch eine Lieferung reinkommt. Na? Also eine Lieferung an Touris, meine ich. Die Leute scheinen hier immer noch bereit. Schön, Sie wieder zu sehen. Bereitwillig das Zeug zu kaufen. Das ist gut. So, dann bauen wir. Auf jeden Fall baue ich dann hier noch eine Kuppel rein, sobald der Stegosaurier. So, jetzt müssen wir noch einmal Besucher kommen und dann haben wir auf jeden Fall den Stegosaurier. Dann haben wir auf jeden Fall einen coolen Pflanzenfresser. Ich spiele das Spiel auf der Xbox 360, es ist aber eigentlich ein Xbox-Spiel. Also es ist ein Xbox-Spiel, aber das kann man auch auf der Xbox 360 spielen. Das geht ja mit manchen Xbox-Spielen. Nicht mit allen, aber mit manchen geht das. Was mich wundert ist, dass das Wetter noch gar nicht umgeschlagen ist hier, weil manchmal gibt es ja auch richtige Stürme und sowas. Aber ich bin froh, wenn das nicht passiert, weil da gehen ganz... Wenn man Pech hat, gehen einen da die Besucher drauf, werden vom Blitz getroffen oder sowas und das ist ganz, ganz übel. Das wird nämlich dann deswegen tun? Richtig teuer. So, verkaufen wir. Das Gute ist, jetzt haben wir genügend, um uns den Stegosaurier zu kaufen. So, Dinosaurier gehen Labor. Ups, nein. Fossilienmarkt. Stegosaurus.
Mittel müsste eigentlich reichen. Ist das ein hohes? Ne, das ist bloß ein anderer. Diosaurus. Ne, dann holen wir es hier. Stegosaurus, ich hoffe, das Mittel reicht. Sicher. Ich hoffe, es reicht. Dringende Nachricht. Gehen Labor. Oh, wir sind schon wieder eine Stufe aufgestiegen, habe ich gerade gesehen. Toll. So, Stegosaurus. Und das hier haben wir auch weg. Das verkaufen wir direkt. Dringende Nachricht ist, weil wir die Stufe aufgestiegen sind, oder? Auf 1,5 Sterne angestiegen. Sehr gut. Also es geht voran, es geht langsam voran, aber es geht voran. So, 1,5 Sterne. Sehr schön, sehr schön. Ich finde das Spiel auch echt spaßig. Also, es ist echt ein cooles Spiel. Und wie gesagt, das neue Spiel, das ist echt ähnlich wie das hier. Also wenn man das hier mag, dann wird man auch mit dem neuen Spiel, glaube ich, Spaß haben. Ich hoffe es einfach mal. So, die Leute sind zufrieden. Dabei haben wir noch gar nicht unsere Stegosaurier. Dann sind sie erst recht zufrieden. So, was machen wir hier? Schön, Sie wiederzusehen. Muss dann noch, ich gucke dann erst nochmal, ob ich den Zaun verbessern muss, weil sonst kann ich den nicht. Aber der Stegosaurier müsste eigentlich friedlich sein. Hoffe ich. Dass der mich nicht alles einreißt. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie weit sind wir im Genlabor? Hier läuft's prächtig. Ich meinte eigentlich das Genlabor, ich meinte nicht die Forschung. Ah, ich wollte ja eh noch die Fossilien-Suche, wollte ich das andere Team ja noch da oben abziehen und woanders hinsetzen, weil die da nichts Gescheites gefunden haben. Sind die eh schon wieder so weit? Die sind ja schon mit dem nächsten Ding schon wieder fertig. Na gut, dann lassen wir sie nochmal einmal fertig bauen. Ich vergesse es dann wahrscheinlich eh zwar wieder, aber... Darf ich Ihnen ein paar Anregungen geben? Jawoll! Wir können Stegosaurier bauen. Geil. So, gucken wir mal, was so ein Stegosaurier kostet. Was ist das denn? Wollte ich schon sagen, Stegosaurier ist doch ein Pflanzenfresser. Okay, Stegosaurier kostet 6 Monate Leben, so aktuell. So, wir müssen mal kurz... Hi! Was? Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, ich muss das woanders nachschauen. Manchmal muss man ein bisschen, manche von diesen Menüsachen sind immer so ein bisschen versteckt. Schön, da muss man kurz mal nachdenken. Info, so, was gibt's denn? Stegosaurier, 9 Meter, Spätigosaurier, niedrig. Okay, wir können sie in das Gehege reinsetzen. Na dann, bauen wir gleich mal 2 Stegosaurier. Klar. Die sind natürlich teuer, aber das sind 4 Sterne-Dinos. Was will man mehr? So, dann bauen wir hier noch. Ich hoffe mal die. Nein, das ist zu teuer. Attraktionen. Aussichtskuppel kostet 5.000, verdammt. Verdammt. Aber sobald hier auch wieder eine Lieferung kommt, können wir, glaube ich, auch die Kuppel dann reinhauen. Weil die Leute wollen natürlich auch die Stegosaurier von nahen sehen. Denke ich einfach mal. Dass es echt noch gar nicht geregnet hat hier, das ist krass. Letztes Mal, wo ich das gespielt habe, da habe ich hier gleich mal am Anfang so eine Hitzewelle gehabt. Da kamen auch erstmal überhaupt keine Leute mehr gefühlt. Nachricht von Meine Damen und Herren! Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass wir unsere neueste Attraktion, den Stegosaurus, in freier Wildbahn zeigen können. Dieser berühmte Pflanzenfresser aus dem Jura ist in der ganzen Welt bekannt und beliebt. Viel Vergnügen! In welches Land ich mal fliegen will? Ich will mal nach Neuseeland fliegen. Neuseeland will ich unbedingt, also Neuseeland ist es so mit mein nächstes Ziel auf jeden Fall und Ägypten. Ägypten will ich auch, ich will unbedingt mal die Pyramiden sehen. Das sind eigentlich so meine beiden nächsten Ziele. So. Das ist immerhin 3 Sterne. Wir haben momentan aber noch nichts von dem. Nee, komm, wir gehen jetzt nur noch auf 4 Sterne. Wir gehen jetzt nur noch auf die richtig guten Dinos, auf die teuren Dinos. Ich glaube auch, das ist das Team, was sowieso schon fertig war, oder? Schauen wir nochmal nach. Ich glaube, das könnte aber das obere Team gewesen sein, das hier. Das hier, ja genau, dann ziehen wir das mal ab und bringen das mal hier runter. Und schauen, ob sie da noch was Gescheites finden. So, 8000. Wir können uns auf jeden Fall unsere Kuppel leisten, die ich bauen wollte. So, Aussichtskuppel einmal bauen. Wir bauen die auch hier gleich hier da vorne direkt beim Eingang hin, wenn hier schon Platz ist. So, da in die Mitte. Ah, geht weg, Dinos. Ich kann nicht bauen, wenn ihr da seid. So, Aussichtskuppel ist gebaut. Nachricht von John Hamm. Euch schleppen wir mal ein. Ich muss natürlich sagen, ich tue hier auch gerade echt auf Risiko bauen. Das heißt, wenn nur irgendwas passiert, irgendwas, dass die Besucher mir wegrennen oder so, dann bin ich halt sofort pleite. Kehre zur Basis zurück. Momentan läuft's noch ganz gut. Unsere ersten beiden Stegosaurier. Ach, ist das nicht schön. Ich soll mal fliegen, okay. Ich flieg gleich mal. So, den legen wir gleich mal direkt hier hin. Dass die Besucher den auch sehen können. Aber der schläft jetzt erstmal noch gefühlt einen Monat wahrscheinlich. So, abbrechen. Ne, den brauchen wir uns nicht anschauen. Nachricht von Dr. Grant. Was hat denn Dr. Grant zu sagen? Wahrscheinlich wieder irgendwas mit den Ausgrabungen.
Stimmt, ich muss in Ägypten dann den Ironman-Anzug anziehen und Selfies machen wie in Lego Marvel Super Heroes 2. Das wär's. Das wäre echt eine Idee. So, das andere Ding muss ich jetzt irgendwie Pflanzenfresserkuppel oder sowas nennen. Schauen wir mal, ob es sowas gibt. Ob es eine Pflanzenfresserkuppel gibt. Wie geht's Ihnen heute? Aussichtskuppel, Terrorkuppel, Dino-Spielkuppel, Naturkuppel. Nehmen wir es einfach Aussichtskuppel. Hi. Aussichtskuppel. Das ist so ausgeglichen. Ja, komm. Terrorkuppel bauen wir. Das ist eigentlich nicht Gefahr. Wir haben ja eher so das Grünzeug. Naja, bleiben wir bei der Aussichtskuppel. Das scheint so eine ganz gute Mischung zu sein da von den verschiedenen Sachen. Wir müssen unbedingt mit Ihnen sprechen. Akzeptabel, aber nicht gerade bemerkenswert. Ingen ist nicht zufrieden wir mit mir. Wir würden gerne über Ihre Leistungen sprechen. Ceratosaurus. Nö, Ceratosaurus brauchen wir nicht. Ja. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.